So. So, die... Wie war das jetzt? Ja, die Busse fahren natürlich immer so einen kleinen Schlenker hier. Der nimmt das Heilbad noch mit. Genau, da haben die zwei Haltestellen, wo die dann umsteigen können. Ja, wobei es wahrscheinlich cool, wenn die hier oben Lenzburg Pumpen noch mitnehmen würden, aber dann müsste der wieder hier übers Drum fahren, aber lassen einfach so. Die kriegen auch drei Fahrzeuge. Mit Separierung und Abfahrt. Und den ganzen Spaß ist auch mal in die andere Richtung. Wie war das jetzt? Nee, das war jetzt dumm. Ach, weil jetzt die ganzen LKWs da jetzt drin stehen. Die Busse, aber kann ich das nicht so annehmen? Achso, jetzt so. So, Heilbad. Süd, Ausweiche, Abzweig, Lenzburg, Lenzburg. Achso, Gewerbegebiet. Genau. 10 Halter. So, gut, jetzt haben wir hier so ein bisschen ÖPNV, dass die Leute auch alle schön zum Flughafen kommen. Und jetzt gucken wir mal, wo man überhaupt mit den... ...mit den Dingern hier zum Hinkommen. Und zwei Passagiere erst. Ich glaube, das ist eine dumme Stelle, den Flughafen zu bauen, weil hier ist eigentlich nicht wirklich ein Einzugsgebiet. So richtig geil war das dort nicht jetzt. Hm? Ich meine, mit Cargo Disc, dass dann die Leute einfach dorthin gehen, wo sie wollen, wäre das ist kein Problem, aber na gut. So, wir wollen einen Flug nach St. Moritz. Mal gucken, ob das geht. Was haben wir da? Irgendwas Kleines? Boeing scheidet ja mittlerweile aus hier. Was haben wir denn eigentlich bei denen hier immer so genommen für kleine Flugzeuge? Das sind wirklich alles so kleine Mäfteln. Okay. Sortieren wir mal nach Passagieren. Nee, Quatsch. Wir sortieren nach Passagieren, meine ich. Frachtkapazität. Ach, da haben wir schon die Fokker, eine Boeing. Da kommt ein Airbus. Den nehmen wir. Was haben wir da für Designs? Da gibt es ja einiges. Airlines. So. Das ist der Island Hopper, also der Inselhopper hier so. Dann kommen sie schon mal da drüber. Was haben wir noch? Der Boeing 737. Ach, ich weiß nicht, ob man das bei dem heutigen Zustand machen wir nehmen mal den A318. Obwohl, der hat nicht so viele Designs. Gucken wir uns den nochmal an. Da hat er einiges an Designs gehabt hier. Ja, Kanada. Croatia Airlines. Ja, kann man auch nehmen. Der hoffentlich kommt er bis dahinter nach St. Moritz. Ja, das kann er. Können die in St. Moritz auch mal feiern gehen. So, warten wir noch Flughäfen.
Douglas können wir noch mit reinnehmen. Komm, Japan. Japan Airlines. So, die fliegen nach. Wo haben wir noch Flughäfen gehabt? Wo haben wir noch Flughäfen? Welche Farbe haben wir denn die Flughäfen? Ach, hier knalliges Rot. Dort hinter. Oh, hier hoch. Wie gesagt, das ist ja auch der einzige Flughafen hinten. Da müssten wir eigentlich auch nochmal ausbauen. Komm, hier können sie auch noch hinfliegen. Was ist das? Meirin. Abfahrt. Sagen hier runter noch und na gut, hier können sie einfach auf der Insel wenden, weiterfahren. Oh, da steht schon ein Flugzeug in der Warteschlange. A320 können wir nochmal mit reinnehmen. Oh, der hat auch viel. Leck mich doch. Oh, Vietnam United, Swiss, Ben Air. Amsterdam Airlines. Oh, guck mal, sieht auch cool aus. So, du fliegst dann dahin. Und dann nehmen wir noch eine A320. Nee, die A-Dings ist zu groß. Die hier bitte. Die kriegt als Design nee, die kommt Czech Airlines. Und die fliegt hier runter. So. Oh, da ist gerade eine Concorde angekommen. Dann haben die dort fünf Flugzeuge. Wir haben erst 25 Passagierflugzeuge. Okay, das kommt mir wenig vor, muss ich ehrlich sagen. Oh, Burgdorf kratzt schon wieder an der 10.000er Grenze, aber nach unten. Bitte reißt euch zusammen. Burgdorf, kleinste Stadt aktuell. So, also müssen wir mal ein bisschen was Sinnvolles machen hier. Bisschen was bauen. Gibt es nicht mal irgendwo eine Stelle, wo es sich so ein bisschen staut, weil da kam ja nämlich jetzt. Nee, irgendwie. Hier ist im Moment alles gut in Fahrt. Könnte man sagen. Ich sehe ja wirklich keine Stelle, wo es mal ein bisschen Stauprobleme gibt. Könnten wir vielleicht doch eher mal hier irgendwie hinten noch mal ein paar Flughäfen bauen. Ich meine, hier Münchensee und Sursee würde sich ja fast schon anbieten. Was haben wir jetzt aktuell für Einnahmen durch Flugzeuge? Ja, noch nicht mal eine Milliarde. Auch bei den Schiffen geht noch was. Nee, okay, da würde ich sagen, oder hat man bei den Flugzeugen schon mal eine Milliarde? Was ist denn eigentlich das Flugzeug mit dem meisten Gewinn im Moment? Sortieren nach Gewinn in Betriebnahme. Oh, 43 Millionen minus. Und hier der 1,7 Milliarden. Das Postflugzeug. Boah. Ah nee, das sind 42 Milliarden Verlust. Ach du Scheiße. Eieiei, warum denn das? Das müssen wir uns mal angucken. Ich denke mal, vorher können wir noch irgendwo einen Flughafen hier hinten in die Ecke bauen. Ey, da macht er 42, seit in Betrieb nochmal 42 Milliarden
Verlust, das ist ja Wahnsinn. So, ja, wo baut man den Flughafen? Idealerweise eigentlich hier, würde ich sagen. Eine andere Stelle wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, wenn ich hier die Straße noch so ein bisschen wegreiße, dass es dort genau reinpasst. So, Sursee International hat natürlich keine Anbindung an nix hier. Eigentlich könnte man hier eine S-Bahn irgendwie rumbauen oder sowas, die das dann... Mal gucken erstmal, wo wir noch einen zweiten Flughafen hier bauen. Eigentlich wäre hier zwischen diese Städte... wäre geil, aber die müssen halt auch erstmal dorthin wachsen. Mit den Gleisen hier. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den hier, bevor wir jetzt noch 10 Millionen Flughäfen bauen hier. So, die Leute müssen ja erstmal jetzt hier wegkommen. Irgendwie. So, zum Bahnhof. Sursee-Pumpen haben sie. Gut, das Heilbad müsste man eigentlich auch anfahren. Wobei die ja auch in Pumpen umsteigen können. Und wir machen einfach hier noch eine Station hin. So, dann würden die hier rumfahren. Was? So, wir würden dann hier immer quer durch die Stadt fahren.